Raul Giger, bitteren Abend heute im Brückli-Feld. Wie beurteilst du unseren Match? Nicht gut genug, momentan. Wir spielen nicht das, was wir können. Ja, darum rebelt es. Ich weiss, es ist ein bisschen schwierig, so kurz nach dem Match, aber hast du eine Idee, was konkret heute gefehlt hat oder was sie besser gemacht haben als wir? Ja, sie haben fast alles besser gemacht, darum haben sie 3-0 gewonnen. Bei uns daheim, was eigentlich nicht so sein sollte. Und das müssen wir sicher genau analysieren. Wir haben noch 7 Matches, wir sind heute enttäuscht und morgen probieren wir weitermachen. Oder machen wir sicher weiter. Du sagst, es sind glücklicherweise noch 7 Matches. Wir sind aktuell in einer etwas harziger und anspruchsvollen Phase der Saison. Wie bringen wir das wieder rein, auf die 7 Matches noch siegreicher zu gestalten? Indem wir so spielen, wie wir es vorher gemacht haben, wo wir den Lauf gehabt haben. Dass wir Fußball spielen und nicht Kick and Rush, sondern unsere Stärke können ausspielen. Das ist halt der Fußball am Boden. Und dann müssen wir weiterarbeiten. Danke viel. Microsoft Cloud Partner? Klar. Haben wir da. ProCloud-Erfahrungen? Vertrauen Sie dem Pionier. ProCloud AG. Nobby Fischer, eine Niederlage, die wehtut. Wie hast du unseren Auftritt heute gesehen insgesamt? Ja, das tut sehr weh. Wir haben uns sehr viel vorgenommen. Wir haben vielleicht das Wellen zu gut machen. Wir sind im Match ganz, ganz ordentlich. Wir haben viel Kontrolle gehabt. Der Spielverlauf auch mit dem ärgerlichen Goal und nach einem zweiten cleveren von ihnen, der ist gegen uns gelaufen. Wir waren eine Phase lang ein bisschen verunsichert gewesen. Wir hatten in der ersten Halbzeit sicher auch Mühe gehabt, auf den Zugriff aufs Spiel, in die Duelle kommen, die zweiten Ball nicht wirklich gewinnen können. Und das war sicher schade gewesen. Ich gleich an eine Mannschaft gesehen, zweite Halbzeit, die nicht aufgegeben hat, die wollte, wo viel in der gegnerischen Platzhälfte war, wo heikle Szenen kreiert hat, wo Abschlüsse kreiert hat. Aber heute hätte es wirklich nicht sollen sein. Und wir haben jetzt da das Glück dann nicht können erzwingen, dass auch mal irgendwie ein Prellball reingeht. Auf den Zuschauerrängen haben immer wieder Leute das Fazit sagen, dass Winterthur heute den Sieg mehr hat wollen. Wie beurteilst du das? Ja, ich kann die Ansicht verstehen. In der ersten Halbzeit, auch beim Stand von 2-0, wo sicher die beste Phase war von Winterthur, wo wir dann auch viel im Ball nachgelaufen sind, wo das der Anschein macht. Ich habe die Mannschaft in der Garderobe erlebt, ich habe sie in der Pause erlebt. Die Mannschaft, die hat alles gegeben. Ich habe das auch gesehen, zweite Halbzeit. Wir hätten ein Goal gebraucht und dann wäre vieles wieder ein bisschen nervöser geworden, hektischer geworden, auch beim Gegner. Das ist uns dann leider nicht gelungen. Aber ich finde das ein bisschen zu einfach erklärt, wenn man sagt, Winterthur hat das mehr wollen. Der Spielverlauf ist ihnen entgegengekommen. Wir haben nicht können reagieren, aber wegen dem geben wir noch lange nicht auf und wir haben eine gesunde Mannschaft, wir haben gute Typen dort drunter, wo wir daran glauben. Wir werden auch die Niederlagen versuchen so umzusetzen, dass wir da gestärkt daraus raus können und wir haben noch 7 Matches, wo wir die Fans brauchen, wo wir all die Spieler brauchen, wo wir den Verein brauchen und wir wollen eine super Saison zu Ende bringen. Für dich persönlich war es der erste Match als Interimschef-Trainer an der Seitenlinie. War es ein Match wie jeden anderen oder war es gleich etwas Spezielles? Nein, das ist ganz klar. Es war ein anderer Match. Auch natürlich ein Spitzenduell schon mal von der Ausgangslage. Und der Steff kann man nicht einfach so ersetzen, das ist klar. Wir haben das versucht, hier von der Bank her, wir haben das versucht, mit den Spielern zu kompensieren. Das war sicher anders gewesen. Das Einzige, was ich habe, nicht müssen, um den Steff herumschauen, dass ich immer eine klare Sicht habe. Aber sonst war es sicher ein spezieller Match gewesen. Danke vielmals.